Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde euch heute mal zeigen, wie ihr euch Kreise an der Tischkreissäge selber schneiden könnt, ohne irgendeine spezielle Vorrichtung zu bauen. Zuallererst mal sorry wegen den Hintergrundgeräuschen, aber meine Gasflasche ist leer, deswegen habe ich hinten einen kleinen Elektrolüfter laufen, denn da drin ist es wirklich extrem kalt. Also heute ist der kälteste Tag im ganzen Jahr und auch im vergangenen Jahr. Also wenn ihr euch Kreise an der Tischkreissäge schneiden möchtet, dann braucht ihr irgendeinen Schiebeschlitten. Ich habe jetzt hier meinen Besäumschlitten, das ist übrigens ein eigenes Video von meinem Kanal, verlinke ich euch oben rechts. Das ist jetzt eigentlich speziell, um gerade Schnitte an Massivholz zu machen, aber mit dem funktioniert es auch. Wenn ihr so einen Schlitten nicht hättet, dann könnt ihr dir auch so einen holen, das ist ein normaler Schiebeschlitten. Ja, da seid ihr nur ein bisschen begrenzt mit den Durchmessern, die ihr an Kreisen schneiden könnt. Deswegen werde ich heute mal hier meinen Besäumschlitten holen, da könnt ihr echt richtig große Durchmesser an Kreisen herstellen. Ich werde heute mal einen Kreis aus diesem Stück MDF schneiden, das benutze ich einfach, weil es komplett rund ist und jetzt für was Manierliches nicht mehr benutzen kann. Aber hier für diesen Test reicht es doch aus und ja, das ist der Grund, warum ich MDF benutze. Wenn ihr zum Beispiel einen 40er Kreis möchtet oder einen 50er Kreis, Zentimeter im Durchmesser natürlich, dann müsst ihr das zuerst mit ein bisschen Übermaß an der Kreissäge dann zuschneiden. Ich möchte einen 25er Kreis zuschneiden, das bedeutet, ich werde mir ein 26er Quadrat hier ausschneiden. Anschließend markieren wir uns einfach mal die Mitte von diesem Brett. Und dann müssen wir hier in der Mitte so eine Spitze reinschlagen. Die muss auch ein bisschen tiefer sein, denn das ist unser Anhaltspunkt. Das ist wirklich ganz wichtig. Als nächstes kommt dann unser Anschlag. Wie gesagt, das ist dann halt eben einfach der Anschlag, den ihr für euer Projekt dann benutzt oder den ihr zu Hause habt. Und da müssen wir uns jetzt die Hälfte von 25 markieren. In meinem Fall ist es jetzt nicht so ganz wichtig, wie groß der Kreis ist, aber bei euch müsst ihr halt eben schauen, wie groß ihr das Ganze macht. Und jetzt kommt so ein bisschen der Clou an der ganzen Sache. Denn ihr braucht einfach nicht viel, um hier einen Kreis mit dieser Methode zu schneiden. Ihr steckt jetzt als erstes die Nagel mal hier in euer Brett rein. Hier mein Schiebeschlitten ist nicht so tief, da ist das untere Brett nicht so hoch, deswegen darf ich die Nagel hier nicht so tief reinschlagen. Das sollte aber funktionieren. Und als nächstes müssen wir diesen Nagel spitz abpetzen. Und jetzt hole ich mir immer noch ganz gerne eine Feile und mache diesen Nagel wieder ein bisschen spitz, denn ihr werdet gleich schon sehen, für was ich den spitz mache. Jetzt kann ich nämlich hier mein Stück Holz holen, wo ich den Kreis ausschneiden will und muss halt einfach hier dieses Stück Holz mit unserem Punkt, wo wir ja eben eingeschlagen haben, hier drauf ausrichten. Und jetzt drücken wir das einfach auf diesen Nagel fest und ihr seht, wir haben einen Drehpunkt und mit diesem Drehpunkt werden wir uns gleich einen Kreis schneiden. Ich werde euch jetzt als mal grob erklären, was ich machen werde, wenn die Kreissäge noch steht, denn wenn ich sie anmache, könnt ihr mich nicht mehr verstehen. Ich werde jetzt die Maschine gleich einschalten und werde dann immer ein Stück abschneiden und den Kreis ein Stück weiter drehen. Das mache ich immer so lange, bis ich dann hier einen annähernden Kreis habe. Und danach haben wir schon den ungefähren Kreis und damit das Ganze dann auch ziemlich genau wird, werde ich das Stück Holz in die Maschine schieben und dann langsam drehen. Das werde ich ja machen, bis ich das Stück Holz komplett einmal rumgedreht habe und werde das Stück Holz dann weiter in das Blatt drehen und werde das dann weitermachen. Aber das werdet ihr jetzt sehen, wenn ich die Maschine einschalte. So, der Kreis ist fertig. Ihr habt gesehen, das hat jetzt alles in allem keine 10 Minuten gedauert. Und ihr musstet euch vor allen Dingen keine Vorrichtung bauen.
Wenn ihr mal den Kreis schneiden müsst, dann ist das hier eine echte Alternative, denn es geht einfach richtig schnell. Und vor allen Dingen könnt ihr auch so wirklich Durchmesser erzeugen, die auch vielleicht mal richtig groß sind. Und dann schraubt ihr euch einfach eine Platte auf die Tischkreissäge, die ihr immer ein Stückchen nach vorne schieben könnt, und dann könnt ihr euch einen richtig guten Kreis zuschneiden. Ich habe auch genau mit dieser Methode ganz früher, bestimmt vor 4-5 Jahren, meine Drechselrohlinge zugeschnitten. Das war aber echt richtig gefährlich. Ich würde euch ausschließlich diese Variante hier empfehlen zu benutzen für Plattenwerkstoffe, wo ihr mindestens mal so einen Radius habt. Das bedeutet eine gute Handbreite an Radius. Sonst kommt ihr relativ nah zum Kreissägeblatt, und ich will halt natürlich echt nicht, dass ihr euch deswegen irgendwie richtig wehtut. Aber gerade für solche Durchmesser ist das überhaupt kein Problem. Da funktioniert das richtig gut. Wie gesagt, wenn ihr mal einen Kreis schneiden müsst, ist das eine echt richtig gute Alternative. Man muss dazu sagen, dass das jetzt nicht vielleicht auf ein Hundertstel oder auf ein Zehntel genau ist, weil unten dieser Nagel sich halt so dieses Loch immer so ein kleines Stückchen frei drückt, wenn man das dreht, aber das hält auf jeden Fall gut genug. Du kannst mir aber gerne in die Kommentare schreiben, ob du diese Variante schon kennst und ob du die auch schon angewandt hast. Ich habe die, wie gesagt, schon vor Jahren kennengelernt, und wenn ich mal wirklich einen einigermaßen guten Kreis gebraucht habe, habe ich diese Variante gewählt. Wenn nicht, könnt ihr es auch immer noch auf Maß schleifen, das funktioniert auch. Aber vielleicht habe ich ja für den einen oder anderen jetzt so einen guten Denkanstoß gegeben, und ich würde mich über eine gute Bewertung sehr, sehr freuen. Und ja, schreib mir mal in die Kommentare, ob ich dir weitergeholfen habe. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal einen schönen Tag und sage mal bis zum nächsten Video. Ciao.